Seekrauts. Moin und willkommen zurück hier bei uns auf dem Kanal bei Seekrauts. Ich möchte ganz kurz euch ein kleines Update geben. Ich habe nur drei kurze Themen, aber dadurch, dass gestern kurz vor dem Livestream war, habe ich die Flaschenpost jetzt nicht schon fertig gemacht, sondern erst halt heute. Es gibt einen neuen World of Warships Code. Wer noch einen Royal Navy Container braucht, einfach hier Reddit 40k eingeben. Ich mache das mal schnell mit euch, damit auch jeder, der noch nicht weiß, wo der Code einzugeben ist, den Weg findet. Ihr geht auf die World of Warships Seite hier oben, .eu/de. Klickt hier oben auf euren Nick, also loggt euch ein. Klickt hier unten auf Wargaming Code aktivieren. Wartet den Moment, bis die Seite sich geladen hat. Klickt hier rein. Und so muss es dann aussehen, klickt auf Einlösen. Ich habe es schon gemacht, deswegen sollte er bei mir nicht mehr funktionieren. Probiert es bitte bei euch nochmal aus, ob schon wirklich alles weg ist. Ich glaube nicht, weil ich immer noch die Nachrichten bekomme, dass das eben funktioniert. Von daher kommt diese Nachricht nur deswegen, weil eben bei mir der Wargaming-Code schon aktiviert war. So, zum nächsten Thema ist How It Works. Die haben gestern mal wieder ein neues Video veröffentlicht, How It Works. Dieses Mal das Thema Aufklärungssystem Teil 3. Also, wie funktioniert das, dass euer Schiff gespottet wird? Wie können andere Gegner euch sehen? Warum können sie das? Und diesmal geht es um Flugzeuge. Wie werden andere Flugzeuge aufgeklärt? Wie klären Flugzeuge euch auf? Wie könnt ihr verhindern, dass ihr aufgeklärt werdet? Wie werden Torpedos aufgeklärt? Ja, wie könnt ihr vorzeitig Torpedos aufklären, wie könnt ihr selber dafür sorgen, dass er möglichst wenig weit aufgeht und wie verhält sich die Spielmechanik mit diesem Sturm, da wo ihr nur 8 Kilometer weit gucken könnt und solche Sachen. Ist wieder ein lohnenswertes Video, geht auch gerade mal 6, 7, 8 Minuten irgendwie so, auf jeden Fall relativ kurzfristig und ist wieder schön spannend erklärt, gibt auch wieder mit deutschen Untertiteln, müsst ihr einfach nur aktivieren und dann habt ihr die ganze Geschichte schon für alle, die sich in dieser Richtung interessieren. Ist auf jeden Fall immer sehr, sehr hilfreich. So, und dann geht's noch den dritten Punkt. Shipstorm ist Saturday. Kommt nach Europa am 6.10., das heißt nächstes Wochenende, gibt's die Möglichkeit für Teams in Divisionsgröße. Das heißt, ihr seid vielleicht ein kleiner Clan. Ihr habt nur 4, 5, 6, 7 Mitglieder und davon sind die Hälfte am Wochenende nicht da. Und dann ist das Fahren irgendwie, ja. Also, sucht euch zwei weitere Freunde aus und dann habt ihr die Möglichkeit, beim Shipstorm Saturday mitzumachen. Das ist ja, ein Community-Event, soweit ich das weiß. Da habt ihr mal ein paar wichtige Sachen rausgeschrieben. Ja, 6.10. drei Mitglieder. Es ist ein T8-Schiff, zwei T7-Schiffe. Es gibt ein BB, ein DD und dann einen Cruiser, also ein leichter Kreuzer oder ein schwerer Kreuzer. Das müsst ihr euch dann aussuchen. Ja, ihr stellt euer Team vollkommen frei zusammen. Das Gefecht dauert maximal 15 Minuten. Ihr solltet im Englischen mächtig sein. Ihr solltet hier auf den Discord-Server gehen und euch das Regelwerk durchlesen. Ich habe hier mal ein paar Auszüge vom Regelwerk veröffentlicht. Es sind Premium-Schiffe auch erlaubt, aber halt nur welche, die für Dublonen oder durch zeitlich begrenzte Events erspielbar waren. Keine Premium-Schiffe, die noch gar nicht auf dem Live-Server sind oder die, ja, keine Ahnung, irgendwie in einer anderen Art und Weise erfahren wurden. Ja, hier sind dann auch die Karten, also Falle, Ring, Riposé, Neuer Morgen, Wehr des Glücks, Trident, also eine ganze Geschichte. Die Karten sind dabei. Wenn euch dafür interessiert, geht einfach auf den Link, den ich euch wieder unten ins YouTube-Video in die Beschreibung setze, genauso wie die anderen Sachen für How It Works. Ja, und das war schon von dieser Express-Flaschenpost. Die ging wirklich mal, glaube ich, so kurzzeitig fast noch nie eine. Also von daher, habt einen schönen Sonntag und einen guten Start in die neue Woche, wenn ihr erst Montag seht. Von daher, haut rein. Ich wünsche euch was. Ne? Bis zum nächsten Mal. Euer Seekrauts-Team, euer Macher. Ciao, ciao. Seekrauts.